Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. Heute das Thema ist die Gesundheitswirtschaft. Die Gesundheitswirtschaft ist nach wie vor eine der großen Wachstumsbranchen in Mecklenburg-Vorpommern. Heute haben wir uns den Experten dieser Branche mit an den Tisch geladen, Herrn Professor Klinkmann, Ihnen vielleicht kein Unbekannter. Herr Professor Klinkmann, Sie begleiten die Gesundheitswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern wirklich schon seit Jahren und haben da natürlich neue Maßstäbe gesetzt. Gesundheitswirtschaft ist ja heute ein Begriff, den man ja aller Orden vernimmt und jeder schmückt sich damit, auch zur Gesundheitswirtschaft mit dazu zu gehören. Was tun Sie hier in Mecklenburg-Vorpommern? Natürlich, um auch dafür zu sorgen, dass dieser Begriff Gesundheitswirtschaft nicht verwässert. Ja, lieber Herr Böhm, Sie haben es schon gesagt, Gesundheitswirtschaft ist so ein bisschen was ein Märchen aus Tausend und einer Nacht anfänglich gewesen als Begriff. Als wir damals in Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam mit der Landesregierung und hier vor allen Dingen mit dem damaligen Ministerpräsidenten Dr. Harald Ringsdorf uns die Gesundheitswirtschaft etwas näher angesehen haben, gab es dafür etliche Gründe. Einer der Gründe war die notwendige Umstellung Mecklenburg-Vorpommerns von bisher traditionellen Industrie- und Agrarunternehmen auf neue Zweige. Und die Gesundheitswirtschaft tauchte so etwas auf wie der Phönix aus der Asche, würde ich mal sagen. Eine der direkten Anstöße dafür war, ich gehörte damals zu dem sogenannten Beraterkreis Ost des Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Und dieser Beraterkreis Ost hatte in mühseliger Kleinarbeit 52 Vorschläge unterbreitet für die Angleichung der neuen Bundesländer an die alten Bundesländer. Und einer dieser Vorschläge war, dass man den neuen Bundesländern die Chance geben sollte, Wirtschaftszweige, die für sie die Zukunft darstellten, in Form von Branchenkonferenzen, daher kommt auch dieser etwas eigenwillige Name Branchenkonferenz, darzustellen. Ja. Dann gab es einiges hin und her, aber wir hatten denn damals in gemeinsamer Absprache zwischen der Landesregierung und uns Akteuren uns wirklich entschlossen, uns diesem neuen Gebiet Branchenkonferenz mit dem Thema Gesundheitswirtschaft zu widmen. Ja, darauf wollte ich später noch zu sprechen kommen. Sie haben ja damals gesagt, Herr Klinkmann, bei der Gesundheitswirtschaft handelt es sich um einen Megatrend. Was im 19. Jahrhundert die Eisenbahn gewesen ist, im 20. Jahrhundert vielleicht der Computer, ist im 21. Jahrhundert die Gesundheitswirtschaft. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass sich die Demografie auch verändert, gerade in der Bundesrepublik, europaweit auch. Was für weitere Gründe sprechen dafür, dass Gesundheitswirtschaft ein Megatrend ist? Ja, es gibt ja diese berühmten Kondratjewschen Zyklen, die also quasi die Entwicklung der Wirtschaft und damit auch die Entwicklung unseres Lebens in Zyklen einteilen. Sie haben es schon gesagt. Und für das neue Jahrtausend war die Voraussage, dass die psychosoziale Gesundheit, ich sage ganz bewusst die psychosoziale Gesundheit, dass das der Trend des neuen Jahrhunderts, Jahrtausend werden könnte. Gesundheitswirtschaft umfasst also den großen Bereich der gesamten Betreuung, Vermarktung, aber auch wirtschaftlichen Bedeutung der Gesundheit und ist natürlich unzweifelhaft verbunden mit dem demografischen Wandel. Ja. Können wir das für die Zuschauer noch mal kurz durchgehen, die vielleicht nicht so im Thema drinstecken? Zu Gesundheitswirtschaft zählen Sie zum Beispiel die Life Science. Was verbirgt sich dahinter? Zur Gesundheitswirtschaft zählen wir Life Science, also Lebenswissenschaften. Das ist alles, was sich mit den Lebenswissenschaften beschäftigt. Angefangen von der Medizintechnik als Beitrag für neue technische Lösungen über die Bereiche von psychologischer, psychosozialer Betreuung, die Pharmaindustrie mit den entsprechend neuen Medikamenten. Dazu gehören aber auch Wirtschaftsunternehmen, die tätig sind im Bereich von Vorbeugung, also Prävention. Das heißt Orthopäden, Orthopädie, Schuhmachermeister. Dazu gehören natürlich auch im großen Maße medizinisch indizierte Fitnessstudien.
Ja. Wobei ich sagen muss, Gesundheitswirtschaft streitet sich heute immer noch dazu, ob der Bereich Wellness damit hineinbezogen wird oder nicht. Für mich ist alles, was dem Erhalt und der Stärkung der Gesundheit dient, natürlich Bestandteil der Gesundheitswirtschaft. Ein zweiter Bereich ist die Gesundheitsdienstleistung. Das ist ja der klassische medizinische Bereich, also Krankenhäuser, Ärzte und so weiter. Deswegen überspringen wir den mal hier und gehen auf den dritten. Das ist wirklich gesundes Altern. In Mecklenburg-Vorpommern ja wirklich ein Thema auch, weil hier wirklich starker Zuzug zu verzeichnen ist, zum Beispiel aus den Altbundesländern, sich ältere Menschen hier niederlassen, gerade an der Küste entlang. Und auch das ist wiederum für die Gesundheit im Alter ja auch ein wirtschaftlicher Zweig. Ja, Sie haben einen wesentlichen wirtschaftlichen Zweig damit angesprochen. In Mecklenburg-Vorpommern ist, ich darf das mal so sagen, eigentlich das Experimentallabor für die demografische Veränderung, die wir nicht nur in Europa, sondern auch in Deutschland so haben. Wir sind ja bekanntermaßen, als wir zur Wende in die deutsche Einheit gingen, waren wir das jüngste Bundesland. Wir werden, wenn die Entwicklung so weitergeht, voraussichtlich 2020 das älteste Bundesland sein. Das heißt, der demografische Wandel ist für uns eine ganz spezielle Herausforderung. Die haben wir nicht nur ganz gut angenommen, wie ich glaube, sondern wir haben auch wirklich sehr gute Voraussetzungen dafür. Ich gehe nur davon aus, wenn man alt ist, möchte man gerne in einer ruhigen, gesunden, naturnahen Umgebung möglichst lange selbstständig leben. Wir haben also in Mecklenburg-Vorpommern ja inzwischen eine gewisse Balance zwischen der Abwanderung und der Zuziehung. Es war, glaube ich, ja 2009, 2010 haben wir alleine 40.000 Zuzüge gehabt aus den alten Bundesländern im Seniorenalter, die sich hier niederlassen wollten. Überwiegend kamen die Leute aus Schleswig-Holstein. Sie brachten natürlich auch ein relativ sicheres ökonomisches Polster mit, waren damit ein deutlicher Anschub auch für Bauindustrie, für Wohnungsindustrie, aber auch für Dienstleistungen. Und im Grunde genommen dreht sich der Zirkel so, diese Generation braucht natürlich Dienstleistungen und Betreuung. Das heißt, automatisch entstehen dadurch auch Arbeitsplätze für junge Leute. Und wir sind in letzter Zeit gerade im Bereich der Gesundheitswirtschaft außerordentlich attraktiv geworden für die Zuwanderung junger Leute zu uns ins Land. Diese guten Voraussetzungen, die wir haben, die natürlichen Ressourcen und so weiter, die sind ja auch ein wichtiges Faktum für den vierten Bereich, und das ist der Gesundheitstourismus. Und auch da haben Sie schon angesprochen, auch da ist es nicht so einfach, weil Sie haben das Thema Wellness zum Beispiel angesprochen. Wo fängt da die Gesundheitswirtschaft an und wo hört sie auf? Ja, also Gesundheitswirtschaft, wenn ich nochmal zurückkommen darf. Wir haben auf dieser ersten Branchenkonferenz eine Terminologie der Gesundheitswirtschaft geschaffen. Und diese Terminologie, man muss ja, bevor man etwas beschreibt, auch wissen, was man beschreibt. Und diese Terminologie, die ist in der Zwischenzeit europaweit anerkannt. Sie wird auch in den europäischen Papieren verwandt. Mit dem Gesundheitstourismus gibt es lange Diskussionen, auch mit unserem Tourismusverband. Und ich verstehe das auch mit der DEHOGA, weil was ist Gesundheitstourismus? Umfasst es den gesamten Bereich auch der Wellness oder umfasst es nur wirklich Dienstleistungen im Tourismus, die medizinisch begleitet werden? Für mich persönlich, das ist eine subjektive Ansicht, ist der Wellness-Tourismus in dem Sinne kein Gesundheitstourismus, er ist Wohlfühltourismus. Er hat natürlich auch eine präventive Wirkung. Wenn ich mich wohlfühle, sowohl körperlich als auch geistig, glaube ich, ist das auch lebensverlängernd. Aber Gesundheitstourismus ist jener Zweig des Tourismus, der Dienstleistungen im Bereich des Tourismus anbietet, die medizinisch relevant sind und wenn möglich auch medizinisch begleitet werden. Warum ist es wichtig, diese Bereiche, die wir jetzt angesprochen haben, auch miteinander zu vernetzen? Genau das haben Sie als auch Ihre Aufgabe gesehen in den letzten Jahren. Warum ist es so wichtig? Denn die Hotellerie funktioniert ja ganz gut neben den Krankenhäusern und so viele Berührungspunkte gibt es doch da gar nicht, oder doch? Doch, es gibt sogar sehr viele Berührungspunkte, und dass diese Berührungspunkte
in der Vernetzung auch für den Einzelnen durchaus nützlich sind, zeigt ja quasi unser Netzwerk Biocon Valley. Wir haben inzwischen in diesem Netzwerk 162 Mitglieder, die aus allen Bereichen kommen. Da sind die Betriebe der Ernährungswirtschaft, da sind die Betriebe der Pharmazie, der Medizintechnik. Unsere Mitglieder liegen auch vor allen Dingen im Bereich der Kur- und Bäderorte, im Bereich der Hotellerie, im Bereich auch der wissenschaftlichen Untersetzung der Universitäten. Ich will es mal am Beispiel einer der gesunden Ernährung machen. Wie soll ein Ernährungsproduzent ein Produkt für die gesunde Ernährung oder für die Ernährung für die Gesundheit herstellen, wenn er nicht Zugang hat zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, warum dieses Produkt für die Ernährung für die Gesundheit so wichtig ist. Also da spielt von der Grundlagenwissenschaft aus der Medizin oder Ernährungswirtschaft bis hin zur Produktion das Ganze eine riesige Rolle. Können Sie schon sagen, die Branchenkonferenz findet ja im Mai statt, können Sie schon sagen, was zu den inhaltlichen Schwerpunkten dieser Branchenkonferenz? Also diese Branchenkonferenz wird sich hauptsächlich damit beschäftigen, dass wir eine Analyse betreiben im Sinne der 10 Jahre, eine Analyse betreiben über das, was wir in den letzten 10 Jahren empfohlen haben und sehen, inwieweit Politik und Wirtschaft das umgesetzt haben, das heißt, inwieweit das nützlich war. Auch das ist einmalig in der Analyse von Gesundheitswirtschaftskonferenzen. Aber wir werden auch gleichzeitig gemeinsam mit den Vertretern der Europäischen Union und was in diesem Jahr natürlich auch im Gefolge der derzeitigen politischen Entwicklung durchaus hochspannend ist. Unser Partnerland in diesem Jahr ist Russland. Werden wir einen Ausblick haben, was ist in den nächsten Jahren, ja Jahrzehnten, entsprechend auch unserem Masterplan, den wir aufgestellt haben, von der Gesundheitswirtschaft zu erwarten und was sind die Höhepunkte in dieser Entwicklung. Also es wird eine Analyse sein, aber auch ein gewisser perspektivischer Ausblick. Zum Schluss nochmal die Frage, wie bleibt man denn gesund? Sie machen es ja vor, dass man auch im Alter gesund ist und geistig fit ist. Was sind Ihre Ratschläge nochmal? Ein kurzer Ratschlag für die Zuschauer? Mein Ratschlag ist, Lebensführung ist etwas ganz Entscheidendes. Also Zahlen variieren ja immer, aber zurzeit ist es so, 20% unseres Langlebens sind genetisch bedingt. Vielleicht ein paar Prozent kann auch die Medizin dazu beitragen, aber 65%, und das ist unbestritten, 65% sind Lebensführung. Und da gibt es das alte Mecklenburger Sprichwort, hör auf Murren, hör auf Mutti, gar früh schlappen, ät nicht so viel, bewerch die und räch die nicht ab. Ja, Sie haben es verstanden, liebe Zuschauer. Die Botschaft ist eindeutig. Vielen Dank, Herr Professor, und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Interview der Woche.